Okay, ja, die United World Tour hat mich in den letzten zwei Jahren beschäftigt. Es war ein Projekt von mir, ein sehr simples und einfaches System. Ich bin mit meinem Rennrad, mit zwei Backtaschen und mit Zelt, mit einem Laptop, mit Matte und Schlafsack vor meinem Haus weggefahren. Und bin Richtung Osten aufgebrochen, also Richtung Asien, ohne Plan, ohne Straßenkarte und Zeitfenster. Und ich habe mir vorgenommen, mit Sponsorengeldern und Spendenleuten am Weg zu helfen, die ich mehr oder weniger unter Anführungszeichen zufällig treffe. Und ich war 7 Monate unterwegs, fast 7000 Kilometer, im Prinzip bis Sharm el-Sheikh nach Ägypten. Alles mit dem Rennrad und ich habe den verschiedensten Leuten geholfen, also von einer Fahrtenfrau in Albanien bis Zigeuner in Mazedonien, Beduinenkinder im Westjordanland, in der Türkei, und das Ganze habe ich dokumentiert auf der Webseite unitedworldtour.com. Ich habe kein Geld gegeben, sondern ich habe Sachen für diese Leute gekauft, dank der Spenden und Sponsoren, und habe das alles bildlich dokumentiert. Und es sollte nicht nur eine Hilfe für diese Leute sein, sondern auch indem, dass ich diese Lebensumstände im Internet schildere, wollte ich auch beitragen, dass die Leute hier in Mitteleuropa, in der wohlhabenden Gesellschaft auch zufrieden mit dem sind, was sie eigentlich haben. Denn praktisch eine Tagesreise mit dem Auto von Österreich weg haben Leute noch kein fließendes Wasser im Haus und schlafen teilweise zu siebt in einem Zimmer. Also ist es eine recht einfache, aber doch schöne Aufgabe gewesen. Ja. Und das möchte ich jetzt weitermachen, also 2-3 Monate im Jahr. Und ja, vielleicht findet sich auch der eine oder andere für eine Unterstützung. Wie gesagt, unitedworldtour.com, auch auf Facebook und Twitter. Wäre schön, wenn es mal reinschaut, wie das ist. Beim ersten Twister-Event sozusagen hier an dieser Region.